Also dieser Prozess, den du da gerade beschrieben hast, der braucht halt, glaube ich, viel Kommunikation außenrum. Einfach um mal zu erklären, das ist, wie wir hier arbeiten. Ja, du bekommst diese Aufgabe, ich möchte, dass du dich damit beschäftigst. Ich werde dir das nicht reindrücken, du musst jetzt so, so, so und so das machen, sondern ich möchte, dass du dich da reindenkst. Und gleichzeitig musst du dann verstehen, dass ich aus Kraft meiner Position und auch vielleicht Erfahrung dir Feedback dazu geben werde. Und ja, das drückt vielleicht manchmal aufs Ego, ne? Jeder möchte irgendwie gern was präsentieren und alle sagen, ganz toll, dass du das jetzt so gemacht hast, ne? Ich glaube, jeder kennt das, ja? Man geht wo rein und man wünscht sich, dass das alle super finden und so, ne? Und da spricht dann das Ego an natürlich, ja? Und da muss auch darüber gesprochen werden, das geht nicht um dein Ego. Es ist nicht, dass du irgendwie als Mensch dann schlecht bist, wenn wir sagen, dieser Plan ist gut in vielen Aspekten, aber an der und der Stelle denke ich mir einfach, müsste man nochmal drüber gehen, muss man vielleicht ein paar Sachen ein bisschen anders tun.